Liebe Zuhörerinnen, ich freue mich heute, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Heute zum Thema Energie und Mobilität erreichen wir die Klimaziele. Ich darf auch recht herzlich meine Gäste begrüßen. Zu meiner Linken Alexa Zierl, Stadträtin und Referentin für Klimaschutz in Bruck. Dann Stefan Plate, ja, zu dir könnte man sagen, sozusagen Berater für nachhaltige Mobilität, Verkehrswende, Klimaschutz etc. pp. Dann freue ich mich sehr, auch Ingrid Jaschke zu begrüßen. Ingrid Jaschke, dritte Bürgermeisterin in Olching, Stadträtin, Kreisrätin, auch bei dir Naturbund, Naturschutz und so weiter und so fort. Und zu meiner Rechten Gabriel Seiler, Verkehrs- und Mobilitätsentwickler Olching. Und manche kennen ihn auch noch, er war auch Kandidat als Bürgermeisterkandidat für Olching. Wir haben heute das Thema Klima. Seit der Virus uns im Griff hat, irgendwo hat man das Gefühl, dass das Thema Klima in den Hintergrund gerückt ist. Ich möchte Ihnen einmal ein kleines Szenario trotzdem unter dem Titel »Wenn das immer so einfach wäre« erzählen. Ja? Virenexperten, Klammer auf, Wissenschaftler, ja, ich betone noch einmal Wissenschaftler, legen den Politiker die Corona-Zahlen vor. Bunte Kurven zeigen steil nach oben. Die Politik schaut sich die Zahlen an, versteht diese Zahlen und entscheidet sich dann umgehend, sämtliche Corona-Maßnahmen zu verstärken, ja gegebenenfalls sogar zu einem drastischen Kurswechsel. Mehr als ein Jahr lang war das auch eine der Hauptforderungen der Klimaproteste. Listen to the science, hört auf die Wissenschaftler. Schaut die Kurven an und handelt. Ja. Wir erleben in der Krise eine Renaissance der Wissenschaft. Wir hören auf den Rat der Experten. Und das sollten wir auch wieder beim Klimawandel tun. Leider spricht aber ein bisschen was dagegen. In Deutschland empfiehlt der Wirtschaftsrat der CDU nun eine Inventur der Umweltgesetzgebung. Nach der Corona-Krise müssen wir prinzipiell alle Sonderbelastungen der deutschen Wirtschaft auf den Prüfstand stellen, die einer Erholung und einer Anknüpfung an unsere bisherigen Stärke im Wege stehen, sagt Wolfgang Steiger, der Generalsekretär des Rates. Dazu zählen auch Sonderwege in der Klima- und Energiepolitik, durch die eine Deindustrialisierung droht. Auf europäischer Ebene solle sich die Bundesregierung zudem für eine zeitliche Streckung der klimapolitischen Zielvorgaben einsetzen. Alexa, hätte ich die Frage, wie beeinflusst die Corona-Krise die Umwelt? Schadet oder nutzt uns Corona, um die Klimaziele zu erreichen? Ich glaube, wie bei allem Leben ist es so, dass es ein sowohl als auch ist. Und du hast jetzt mal die krasse pessimistische Seite gezeigt, also was dann bestimmte Politikrichtungen daraus ableiten aus Corona. Andererseits, wer denn die Zeitung aufschlägt, liest, dass plötzlich der Freistaat Bayern die dritte Startbahn gibt in München. Das heißt, das ist auch passiert und das ist tatsächlich passiert. Und das ist schon, wenn man optimistisch sein herangehen will, dann tut sich da gerade was, weil nämlich bestimmte Geschäftszweige, die eben anerkannt klimaschädlich sind, plötzlich jetzt ein Problem haben und auch noch nicht aus der Krise rausgekommen sind. Und jetzt ist halt die interessante Frage, setzt sich der CDU-CSU-Wirtschaftsrat durch und alles wird getan, um diese darbenden Industrien, Auto, Flugzeug und Ähnliches wieder hochzupäppeln, auf die falsche Art? Oder nutzt man die Gelegenheit, um die Wirtschaft so umzubauen, dass sie klimaverträglich ist? Und da ist jetzt, ist spannend, das mit der dritten Startbahn hat mir jetzt echt Auftrieb gegeben. Weil ich gedacht habe, das hätte ich nie erwartet, dass die so intelligent sind, dass sie das wirklich jetzt kippen, die Gelegenheit nutzen. Und man sieht ja auch viele andere kleine positive Details, dass zum Beispiel eben mehr Homeoffice plötzlich kam, die Leute weniger Dienstreisen gemacht haben mit dem Flugzeug, das hängt ja alles damit zusammen. Und das heißt, sie haben neue Wege gefunden. Mehr Leute sind, also ich glaube, es hieß ja immer, der Fahrrad... Handel ist explodiert. Also die haben wahnsinnig viele Fahrräder dieses Jahr verkauft. Da gehen Dinge in die richtige Richtung. Und das gilt es jetzt zu unterstützen. Und so ein letztes ist noch, dass mein Bruder ist in der auch klimanahen Wissenschaft, Professor in der Schweiz.
Und die haben, der hat dann erzählt, die haben es in ihrer Gruppe dann so diskutiert, als Corona kam, so, das, was ihr uns seit Jahrzehnten erzählt, ihre Leute, es ist kein Geld da für den Klimaschutz. Es ist alles, die Wirtschaft muss geschont werden. Bei Corona habt ihr gezeigt, dass das Geld da ist, im Zweifelsfall. Und jetzt werden wir nicht mehr leise sein, weil wir wissen jetzt, dass ihr das Geld mobilisiert und dass ihr einfach eure Schulden macht. Und jetzt gilt es darum, diese Schulden gehen auf Kosten der nächsten Generation und die tragen auch voll den Klimawandel. Also muss man jetzt auch wirklich laut werden und den Zusammenhang klarstellen und gleichzeitig auf der unteren Ebene auch die positiven Entwicklungen stützen. Ja. Ingrid, die Alexa sieht das ja durchaus sehr positiv. Ja. Sie sagt, dritter Startplan ist eine dieser positiven Seiten. Siehst du das ähnlich oder würdest du doch noch ein bisschen kritischer das Ganze betrachten? Ja, also ich sehe das schon relativ ähnlich. Also die dritte Startbahn, dass die gekippt wurde, das hat mich natürlich auch elektrisiert, als ich das gehört habe. Ich finde das schon eine gute Leistung, dass das jetzt so kommuniziert wird und auch so umgesetzt wird, dass es heißt, also solange Söder praktisch Ministerpräsident ist in seiner Zeit, wird es die nicht geben. Und natürlich mit der Begründung, dass es einfach wirtschaftlich nicht funktioniert. Und genauso war jetzt die letzten Tage, was ich auch sehr spannend und interessant finde, dass die Ursula von der Leyen in der EU praktisch sagt, sie will die CO2-Reduktionsziele für die EU bis 2030 von bisher waren es ja 40% gegenüber 1990. Sie will das erhöhen auf 55%. Und das ist genauso eine ähnlich erstaunliche Mitteilung für mich, wo ich denke, ah ja, also es tut sich was. Und es ist ja wohl, dieser Ansage von der Frau von der Leyen ging ja wohl voraus, dass also maßgebliche Konzernchefs einen offenen Brief geschrieben haben und das richtig gehend gefordert haben. Also das sind so Konzerne, auch Deutsche, wie die Deutsche Telekom, die Allianz und wie sie alle heißen, auch Energieriesen, die das richtig gehend fordern, dass die Klimaziele erhöht werden und dass da jetzt mehr getan wird. Und das finde ich schon eine ganz erstaunliche Entwicklung. Ich bin etwas skeptisch, weil man kennt ja, dass die Wirtschaft sich sehr gerne ein grünes Mäntelchen anzieht und sagt, wir machen jetzt alles ganz grün, wir machen alles ganz super und es gibt da diesen neudeutschen Ausdruck Greenwashing. Und ich denke aber, man muss jetzt einfach abwarten, was die tatsächlich machen. Aber insgesamt finde ich das schon sehr überraschend. Ich hätte das in diesem Ausmaß nicht erwartet, nachdem eben bisher vor allem diese Skeptiker, so wie es eingangs auch moderiert und angesagt wurde, dass verlangt wird, man muss jetzt möglichst alles aus dem Weg räumen, damit die Wirtschaft wieder super anlaufen kann. Also nach dieser Ansage habe ich erst schwarz gesehen und ich bin jetzt überrascht und finde das auch durchaus positiv. Und man muss abwarten. Also ich finde, es ist schwierig momentan zu sagen, wo die Reise hingeht. Ja, Ingrid sieht das auch positiv. Ich möchte dazu sagen, also was die Wirtschaftlichkeit der dritten Startbahn betrifft, das hat Obe Leiter schon sehr lange gesagt. Klar. Ja. Und plötzlich kommt Corona und ja, das passt irgendwo Herrn Söder jetzt auch in sein Konzept. Also insofern bin ich nach wie vor etwas skeptisch. Ich weiß von dir, Stefan, dass du generell jemand bist, der auch eher, sagen wir, immer beide Seiten sieht, einmal die positive Seiten, aber auch durchaus die negativen Seiten. Wie würdest du das Thema generell in der momentanen Situation sehen? Ja, also ich habe ein lachendes Auge und ein weinendes Auge. Ich komme ja aus der Mobilität, das ist ja mein Schwerpunkt. Da sehe ich zum Beispiel, dass massiv der ÖV, der öffentliche Verkehr, leidet unter Corona. Also die haben schwindende Fahrgastzahlen, die haben Umsatzeinbußen und müssen finanziell gestützt werden. Ich habe einen guten Draht zur MVG aus erster Hand. Und ich sehe, dass der Radverkehr massiv gestärkt wurde. Wie Alexa gerade gesagt hat, die Radhändler kommen gar nicht nach, die Bestellungen zu erfüllen. Natürlich wurden auch weniger Auto gefahren während der Corona-Zeit. Dennoch gibt es eine Verlagerung von ÖV auf Auto. Das ist nicht schön.
Jetzt, wo Corona wieder ein bisschen schwindet, hoffentlich, haben wir immer noch sehr hohes oder mehr Autovolumen im Verhältnis. Das sehe ich nicht gut. Also ich komme auch aus der Welt der CO2-Analysen im Verkehr. Und dazu muss ich sagen, dass wir durch Corona zwar schon einen kleinen Einknick in der CO2-Emission haben, allerdings ist der so gering, dass der die Klimaziele, die wir erreichen wollen, oder den Weg dahin eigentlich gar nicht beeinträchtigt, im Positiven. Ja, das ist so eine Mini-Delle in der CO2-Kurve. Mit oder ohne Corona würden wir nach wie vor auch, also auch ohne Corona oder mit Corona, würden wir genauso die Klimaziele verfehlen, wie wir sie momentan verfehlen im Verkehr, leider Gottes. Gabriel, vielleicht deine Meinung dazu, die Klimaziele auf der einen Seite erreichen. Es gibt aber nach wie vor sehr, sehr viele Klimaskeptiker. Ja. Siehst du das so, dass den Skeptikern jetzt ein bisschen klarer wird, dass eben auch durch Corona möglicherweise sie sehen, dass sich doch ein bisschen, auch wenn es nur ganz wenig ist, aber doch ein bisschen was verändert? Ja, die Skeptiker, das ist natürlich, das kommt natürlich darauf an, aus welchen Gründen diese Skeptiker ihre Statements abgeben. Viele Skeptiker sind ja der Meinung, dass wir kein Problem mit dem CO2 zum Beispiel haben. Es gibt auch Leute, die der Meinung sind, CO2-Ausstoß könnte ruhig höher sein, weil dann hätten wir halt etwas wärmere Umgebung, aber das wäre für die Pflanzen besser und alles Mögliche, was dann an was da alles publiziert wird oder von sich gegeben wird. Es kommt darauf an, welche Motivation man hat letztendlich. Aber das trifft natürlich bei allen zu. Das trifft jetzt auch bei dem Kippen von der Startbahn zu. Es trifft natürlich auch auf die Leute zu, die praktisch die fordern, dass man jetzt mehr in die Klimaziele investiert. Ja, gerade wenn Firmen fordern, dass man mehr in die Klimaziele investiert. Stellt sich natürlich die Frage, was haben die Firmen davon? Also ich stelle mir normalerweise zu jeder Aussage die Frage, was hat derjenige, der die Aussage macht, davon, wenn er diese Aussage macht? Und in dem Fall ist natürlich schon zu befürchten, dass die Firmen einen Gewinn davon tragen, der dann letztendlich auf Basis von möglicherweise Subventionen oder anderen Arten dann auf die Allgemeinheit umgestülpt wird. Dass die Allgemeinheit letztendlich dann wieder auf den Kosten sitzen bleibt und dann doch wieder ein paar Leute da sind, die auf Basis der Subventionen letztendlich dann wieder einen großen Reibach machen. Ja, das ist halt immer so die Sache, wie man diese Aussagen dann bewertet. Ja. Und das muss man genau hinterfragen, was da rauskommt. Ja. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, aber Ingrid möchte gerne gerade da noch etwas dazu sagen. Ja, das ist wirklich sehr spannend und ich meine, das ist schon momentan auch so. Das werden ja Rettungsschirme aufgespannt und die kommen ja hauptsächlich eben den großen Firmen zugute. Ja? Und solche Einzelkämpfer wie Einmannbetriebe, ganze Kulturbereich, auch im sozialen Bereich, die kriegen relativ wenig von diesen Rettungsschirme ab, bis gar nichts. Und ich meine, da hast du völlig recht, das muss man schon angucken. Ich meine, die werden jetzt massiv mit Geldern gepampert. Aber sagen wir mal so, ich finde es dann immer noch positiv, wenn sie es für Ziele wie Klimaschutz hernehmen, als sie würden das dann voll in den Boden stampfen und den Klimaschutz übergehen und auf die Art dann die Gelder auch verbraten, weil immer die Gelder, die kriegen sie, so oder so. Und wenn sie es dann sinnvoll für Klimaschutz einsetzen, ist es positiv. Aber ich meine, man muss das mit betrachten, das ist völlig klar. Ja. Da sind andere Länder uns voraus an der Stelle, weil die eben ihre Gelder geknüpft haben an Klimaauflagen. Mhm. Und das ist echt bitter, würde ich sagen, dass Deutschland hier, also um es mal krass zu sagen, versagt hat oder eben der fossilen Lobby nachgegeben hat, dass sie das nicht gemacht haben. Wobei auch da, um die positive Seite auch zu zeigen,
Sie haben mir nicht ganz nachgegeben, weil das war auch etwas, womit ich tatsächlich, ich hätte damit Schlimmeren gerechnet, dass Sie eben keine Bonussachen für Verbrenner gegeben haben. Bisher noch nicht, jetzt der Söder will es wieder, also schauen wir mal, aber hoffentlich, also ich drücke die Daumen, dass Sie da standhaft bleiben und sich eben, auch bei der Lufthansa hätten Sie auch mehr rausholen können. Und da gibt es eben, da ist Deutschland immer noch fest im Griff der großen Konzerne. Andererseits hätte... Also ich hatte eigentlich wirklich schon mal Schlimmungen gerechnet. Bin dementsprechend ganz halbwürdig. Steffen, gerne. Ganz kurz. Also ich würde mir wünschen, dass die Regierung bei jeder baulichen Verkehrsmaßnahme die damit verbundene CO2-Einsparung also aufschreibt oder darstellt und ein neutraler Ausschuss entscheidet, ob diese Baumaßnahme denn genügend CO2-Einsparung bringt oder eben keine Einsparung bringt. Und das eine Entscheidung beeinflusst. Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz guter Übergang, dass wir mal auch ein bisschen rübergehen in hier vor Ort, also vom Allgemeinen, dass wir mal zu dem generellen Energiethema gehen und was wird denn an Geld investiert und wo wird auch gefördert in dem Sinne. Fürstenfeldbruck hat ja nun beschlossen, dass wir alle Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausstatten, sofern die Wirtschaftlichkeit natürlich gegeben ist. Ja, also wir haben tatsächlich beschlossen, auf städtischen Gebäuden überall Photovoltaik drauf zu tun. Ja. Wir haben meines Erachtens die Wirtschaftlichkeit gar nicht extra reingeschrieben, weil in 99% der Fällen Photovoltaikanlagen immer wirtschaftlich sind heutzutage. Also das ist eigentlich überhaupt keine Frage mehr. Es ist dann vielleicht die Frage, ob man noch einen Speicher dazu dann, aber Photovoltaik alleine ist immer wirtschaftlich aktuell. Und dementsprechend taten wir uns leicht, denn es war dann wirklich der skurrile Geschichte, also wirklich eine nette Anekdote, ich habe da lang hingeredet, es hat glaube ich 3 Jahre gedauert oder 2 Jahre und dann sind sie zu den Stadtwerken gegangen, also die Kämmerei ist zu den Stadtwerken gegangen und hat sich von denen durchrechnen lassen. Und dann haben sie die Eurozeichen. Und dann sind sie in den Ausschuss gegangen und haben gesagt, super geil. Und dann kam die FDP. Die FDP, die normalerweise immer gegen Photovoltaik alles ist. Und hat also auch die Eurozeichen gesehen. Und hat gesagt, ja, also, wieso, dann nur so eine kleine Anlage. Dann machen wir doch eine größere. Und natürlich bauen wir es selber und lassen es nicht die Stadtwerke machen. Und das war einschneidend. Also es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Wobei man sagen muss, die 2 Photovoltaikanlagen, die wir beschlossen haben, konkreten, sind immer noch nicht drauf. Ich auch denke so, ein Jahr verpasst, Geld zu sparen an der Stelle. Also es ist wirklich, wir haben da Geld in den Sand gesetzt, es sind riesige Dächer. Ich weiß, vielleicht war es Corona, aber also auch wir können noch da, wir sind noch ganz am Anfang, aber der Beschluss war schon mal wegweisend, weil wirklich alle kapiert haben, dass Photovoltaik Klimaschutz ist, der Geld bringt. Ja, ich denke schon, dass wir alle noch ein bisschen am Anfang sind. Weil oder Geld spart, ja, oder Geld, ja, wie auch immer, weil letztendlich, es gibt ja auch schon, wenn ich das mal ganz kurz erwähnen darf, seit 2013 im Landkreis den Solarkataster. Stadtfürstenfeldbruck. Ja, in Stadtfürstenfeldbruck, ja, ich korrigiere mich, ja. Und letztendlich, jetzt sind doch wieder 7 Jahre vergangen und es hat doch relativ lange gedauert, bis dann wirklich jetzt zumindest die Stadt einmal den einen Schritt gemacht hat, was aber noch lange nicht heißt, dass also der Private den Schritt tut. Ja, muss nicht da noch wesentlich mehr getan werden, Gabriel? Und vor allem, ich weiß ja, dass du auch so ein bisschen kritisch immer bist, was diese ganzen Speichermedien betrifft. Ja. Wie siehst du diese Sache aus Olchinger Sicht jetzt einmal? Ja, also ich bin natürlich der Meinung, dass man da sehr viel mehr tun müsste. Man müsste sehr viel mehr fördern, auch in der Richtung. Es gibt ja gewisse Vorgaben, die man einhalten muss, wenn man neu baut zum Beispiel. Die sind aber natürlich sehr beschränkt. Also da kann man sich mit relativ geringen, sagen wir, zusätzlichen Optionen kann man sich da letztendlich rauswinden. Man muss also nicht unbedingt eine Solaranlage aufs Dach bauen, man kann dann Kleinigkeiten machen, die dann auch schon ausreichen. Es wird zum Beispiel beim Bau letztendlich auch gar nicht berücksichtigt, ob man nicht so bauen könnte, dass man einen optimalen Wirkungsgrad einer Solaranlage hätte zum Beispiel. Es wäre auch eine Möglichkeit zum Einfließen lassen könnte in diese Richtung. Ist nicht immer einfach, aber man sollte es zumindest anschauen.
Und es ist halt das Problem, wenn man natürlich viel Solaranlagen haben, wie speichern wir letztendlich die Energie? Weil wir können natürlich im Hochsommer, den wir jetzt hatten, mit viel Sonne sehr viel Energie gewinnen. Allerdings ist halt das Problem immer noch mit der Speicherung, weil diese Speichermedien sehr umweltschädlich eigentlich sind, auch die Produktion, auch die Förderung der seltenen Erden, die benötigt werden und so weiter und so fort. Es gäbe ja die Möglichkeit, eben mit Wasserstoff was zu machen. Das gibt es ja schon lange, das Wasserstoffauto gibt es ja auch schon lange, ja, aber das ist irgendwann mal mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Man sagt mir, die deutschen Ingenieure brauchen Aufgaben, da hat man dann nicht weiterentwickelt irgendwie. Hätte man sicher zwischenzeitlich noch viele weitere Entwicklungen machen können, die sehr effizient gewesen wären und sehr viel gebracht hätten auch. Ich habe mir bei Ziel 21 jetzt auch ein Angebot machen lassen, oder mal eine, ich war da dort, da ist jemand gekommen, hat sich mein Haus angeschaut. Ich habe mir gesagt, natürlich würde sich das interessieren, eine Solaranlage drauf zu bauen, wobei ich eine Sonnenkollektoren drauf habe für Warmwasser. Mhm. Ja, also die Fläche ist bei mir nicht mehr so groß, die habe ich schon seit 20 Jahren drauf. Also es würde nicht mehr so viel bringen. Ich habe dann mich erkundigt, wie es ist, ob man die Möglichkeit hat, eben in Wasserstoff das umzuwandeln. Und da wurde mir gesagt, da ist man momentan dabei, da gibt es jetzt einen Anbieter, der macht es. Aber es ist einfach nicht richtig weiterentwickelt worden. Seit 10 Jahren, wo wir schon wissen, dass man mit Wasserstoff viel machen kann, viel Energie speichern kann eben auch, ist noch nicht so richtig, meines Erachtens, noch nicht so richtig viel passiert. Mhm. Ingrid, würdest du das unterstreichen, dass da zu wenig passiert ist? Oder es wollen wir nicht wieder, wenn wir so in unserer positiven Stimmung sind, einfach sagen, es ist ja gut, dass überhaupt was passiert, jetzt unabhängig von den baulichen Maßnahmen, dass man diejenigen auch bittet, auch den Privaten im Prinzip, da wirklich auch Einsatz zu zeigen und tatsächlich auch etwas zu tun, ja? Ohne dass ich wirklich nur die reine Effizienz jetzt, ob die Dachneigung optimal ist oder nicht, nur im Auge habe. Also ich denke schon, dass letzten Endes bei vielen Menschen der Geldbeutel wirkt und dass man auf diese Art und Weise eben mit Effizienz und finanziellen Anreizen mehr Menschen gewinnen kann als mit der reinen guten Tat. Also das, denke ich, ist so. Aber ich denke, man muss beides versuchen oder beide Schienen nutzen. Und ich finde grundsätzlich schon, dass mehr in die Richtung gedacht werden soll, dass eben gewisse Dinge vorgeschrieben werden. Also ich meine, man hört das nicht gern, aber wenn man nur auf Freiwilligkeit setzt, das haben wir schon in so viele Dinge erfahren, passiert einfach sehr, sehr wenig bis gar nichts. Und es ist noch viel langwieriger, als es ist, wenn man einfach auch bestimmte Dinge gesetzlich regelt. Und aus meiner Sicht würde überhaupt nichts dagegen sprechen, wenn wir hier in Bayern die Möglichkeit hätten, ganz klipp und klar bei Bebauungsplänen vorschreiben zu dürfen, dass da eben Solarenergie aufs Dach muss und nicht nur so verklausulierte Formeln anwenden, dass man letzten Endes doch wieder drumherum kommt. Ja? Und ich denke schon auch, es muss mehr getan werden, vor allen Dingen in Speichermöglichkeiten. Das sehe ich auch als ganz großes Problem. Wobei es ja schon für Solarenergie auch nicht bloß nur die Umwandlung in Wasserstoff, sondern man kann es ja auch dann direkt in Gas, also nur, und dann wieder entweder als Gas oder Wasserstoff benutzen, ja, oder zurückwandeln, wobei das wieder teuer ist, aber ich denke, da müsste mehr getan werden und da ist einiges verschlafen worden auch. Und es bewegt sich aber momentan in dem Bereich viel. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass da die nächsten wenigen Jahre ganz viel passiert. Alexa, die Ingrid meint, es ist einiges ein bisschen verschlafen worden. Nein, ich sehe es nicht so. Es ist nicht verschlafen worden, es ist blockiert worden. Es ist explizit blockiert worden von der Bundesregierung, auch teilweise von der Landesregierung. Also es ist systematisch seit 2011, 12
2012 hat es angefangen, dass der Solarenergie die Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. Und zwar immer so, wenn man festgestellt hat, das hat sie auch noch überlebt, dann kam der nächste Knüppel. Und das ist, der aktuelle Zustand ist so, die Baupflicht, das wäre eigentlich in gewisser Hinsicht, also es wäre total richtig, es wäre der Hohn, weil gleichzeitig die bürokratischen Auflagen für Photovoltaik, das wird immer komplexer und da muss man es hier, also wir haben vor 2 Jahren Photovoltaik, wir haben unser komplettes Haus saniert, Elternhaus meines Mannes, Fassade gedämmt und dann, wir haben auch Solarthermie drauf, wir haben das Dach nicht gemacht, weil das haben wir vor 15 Jahren gemacht und vor 15 Jahren hieß noch, na, da ist Photovoltaik lohnt sich nicht, wir haben auch noch Dachfenster, wir haben Verschattung, Photovoltaik können Sie vergessen. Im Poker Solarkataster von 2013 war unser Dach gekennzeichnet als nicht möglich für Photovoltaik. Mhm. Und jetzt haben wir 4,8 kW drauf. Also wir trinken den Strom. Und das ist, weil sich das extrem entwickelt hat. Und dann war aber so die Sache, dann kriegt man halt mal mit, wie das mit der Bürokratie ist. Und dann hat das dann schon auch noch geklappt, aber ich beneide da niemanden. Und dann hat man das eine, die Bundesnetzagentur hier und den Strom, also den Netzbetreiber, also die Stadtwerke auf der anderen Seite. Und dann kommt das Finanzamt. Und alles muss man sich überlegen, das ist viel zu kompliziert. Das ist viel zu kompliziert. Also eine Heizung kann man sich, man kann sich eine Ölheizung unten einbauen und muss nichts anmelden. Aber wenn man eine Photovoltaik oder also Solarthermie muss man auch nicht anmelden, aber Photovoltaik anmelden will, also es ist total krass. Also ich würde das auch mit dieser ganzen Vergütungssache, das ist zu komplex. Und wenn man da das einfach vereinfacht, warum nicht einfach sagen, man macht das mit seinen Stadtwerken, also wir haben ja zum Glück Stadtwerke, ihr auch in Röhrchen, man macht das mit dem aus, die machen einem die, man zahlt weniger und dafür kassieren die Einspeisevergütung und man hört nichts mehr davon. Und das Tolle an Photovoltaik, und die gibt es ja auch im Kleinen für den Balkon, ist einfach, dass man diese Momente hat und mit der Großen hat man sie natürlich die meiste Zeit im Jahr, würde ich mal sagen, bis auf so diese Wintermonate, dass man einfach das Haus macht sich seinen Strom selbst. Und unten der Stromzähler zeigt null an. Also der läuft, also das ist natürlich digital, ansonsten das Radl läuft nicht mehr. Und das ist so ein tolles Gefühl. Und das, was dann passiert, ist auch, dass man automatisch sein Verhalten ändert. Weil wenn man im Mittag ertrinkt in Strom, dann sagt man sich, Speicher hin oder Speicher her. Also wir haben sogar auch einen Batteriespeicher. Dann sagt man sich, okay, soll ich jetzt die Spülmaschine wirklich nachts laufen lassen? Total bescheuert. Nee, man schaltet das natürlich alles an. Ich koche auch anders seitdem, weil ich mir dann eben überlege, wie viel kW sind jetzt da, was braucht der her? Muss ich alle Platten gleichzeitig hochdrehen? Habe ich früher gemacht, weil der Strom kommt aus der Steckdose. Jetzt passe ich es an, dass ich es der Reihe nach mache, dass es von der Leistung der Photovoltaik passt. Und da merkt man, dass diese Technologie, die macht das in die richtige Richtung. Und deswegen wirklich, stoppe raus, auch Mieterstrom. Das ist der Wahnsinn, dass man nicht mehr, wenn man ein vermietetes Haus hat, dass man den Strom nicht einfach nutzen kann, verteilen kann. Und da ist wirklich wichtig, da, also Deutschland hat so viele Regelungen geschaffen, um die erneuerbaren Energien extrem kompliziert zu machen. Und zwar rein durch Bürokratie, technisch ist es alles super einfach. Also stopp raus. Stefan, steht uns die Bürokratie? Achso, Entschuldige. Ingrid, darf ich das ganz kurz? Also ich denke, das war vielleicht ein Missverständnis. Ich stimme voll zu, dass bei uns die erneuerbaren Energien absichtlich ausgebremst wurden. Ja. Aber beim Wind sieht man das, was ich meinte mit verschlafen, das war die ganze Geschichte mit der Speichertechnologie. Genau. Also das bezog sich darauf. Mit allem anderen ist das richtig so. Und das sehe ich auch so, dass das wirklich absichtlich gebremst wurde. Die Speichertechnologie ist auch genau der Punkt, dass man die nicht hochkommen lässt, weil wenn man auch noch super speichern könnte. Ich habe vor 5 Jahren auf irgendeiner Messe, der Windmesse in Husum, da habe ich dann zum ersten Mal so einen Elektrolyseur gesehen. Und der hat Kühlschrankgröße. Die gibt es schon. Und wenn man das, ich habe das Gefühl, wenn Dinge, technische Dinge Kühlschrankgröße haben, dann sind sie eigentlich so weit, dass man sie ausrollen kann in der Masse. Aber es wird einfach gebremst. Auch da hat man dann plötzlich wieder Abgaben drauf. Dass wenn man eben, da muss man EEG-Umlage zahlen auf Strom, den man dann in Wasserstoff und so ein Blödsinn halt. Raus damit, weil die Technik ist da. Und auch diese Elektrolyseure, die sind wie Photovoltaik, von ganz klein bis ganz groß. Das ist jetzt eine ganz neue Info, dass es dir in so kleinem Arsch gibt. Ja. Und super. Und da gibt es tatsächlich auch die für Handy-Ladegeräte. Mhm. Und ich habe dann bei Ziel 21, haben wir dann für irgendeine Messe, so ein Autochen, fernsteuerbares Auto, das fuhr mit Wasserstoff, also mit Brennstoffzellenantrieb und den Wasserstoff hat man erzeugt über Solar.
das hat man wirklich gesehen, wie es dann so blubbert und alles. Und das eben, das geht in ganz klein und funktioniert einfach und ist kein Hexenwerk. Hm. Ja. Ja. Nur eben, es wird, wenn wir das hätten, dann sehe die Energiewelt plötzlich total anders aus, weil ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Wasserstoffkammer, Brennstoffzelle ist einerseits Auto, dann kommt Wasser raus aus dem Auspuff, es ist Heizung, dann kommt Wärme und Strom raus. Genau das wäre das Perfekte im Sommer, und das haben sie teilweise in der Schweiz, dass das Haus ganz viel Photovoltaik hat, speichert den Überflussstrom in Wasserstoff und im Winter läuft die Brennstoffzellenheizung und macht Wärme und Strom. Mhm. Ja, man weckt den Strom in seinem Wasserstoff. Ja. Also ich werde da total begeistert und ich träume davon, von dieser Brennstoffzellenheizung. Also wenn unsere, ja, da, das ist der nächste Schritt. Schön. Das ist toll, Alexa, was du sagst, Stefan. Steht uns die Bürokratie ein bisschen im Wege? Du bist ja nun auch ein Mobilitätsexperte und auch da gibt es ja sehr viele Hindernisse, wie man sieht. Ja. Auf der einen Seite die Hindernisse der Stadt an und für sich und den Stadttreibenden, aber auch bürokratische Hindernisse. Wie würdest du jetzt, wenn wir mal ein bisschen von der Energiewelt gehen in Richtung Mobilität, würdest du das ähnlich sehen? Ich möchte dazu auch ausführen, dass wir ja hier in Bruck gerade sitzen und Bruck am zweiten Mal beim Europäischen Mobilitätswoche teilnimmt, ja, was ja eigentlich sehr, sehr erfreulich ist. Aber auf der anderen Seite können wir gleich darüber sprechen, sehen wir auch, sagen wir mal, Beispiele, wo auch massiver Gegenwind, gerade da, wo wir herkommen, ja, aus Olching, stattfindet. Ja. Wo sind da die Hemmnisse deiner Meinung nach? Wie würdest du das sehen? Ja, oder was würdest du uns empfehlen? Genau, ich würde gerne zwei Sätze noch sagen zur Energiewende. Es gibt auch eine Verknüpfung zur Mobilitätswende. Das ist eine sehr schöne neue Innovation. Ich habe 2010 auf meinem Süddach eine Photovoltaikanlage gemacht. Damals gab es noch eine richtig dicke Vergütung und habe dann seitdem wirklich damit viel, viel Geld verdient, muss man ehrlich sagen. Und habe dann wahrgenommen, dass in den Jahren darauf dieser Vergütungssatz immer gekürzt wurde und es immer unattraktiver gemacht wurde, was ich sehr, sehr bedauere. Was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass die Windkraft, glaube ich, speziell in Bayern ziemlich geblockt wurde, weil Windkraft, wir haben sehr viel Wind, ja. Gerade heute, die letzten Tage, war wieder ganz viel Wind. Hätte ich mir da gewünscht, wir hätten auch im Landkreis hier viel Potenzial für den Ausbau. Und da bin ich sehr traurig drüber. Jetzt kurz noch zu, was du gesagt hast, Alexa. Es gibt eine Innovation, die verbindet diesen Storage, den du gerade angesprochen hast. Und zwar für diejenigen mit Photovoltaik, die ein E-Auto haben, gibt es jetzt ist man dabei zu entwickeln die Innovation, dass man quasi den Batteriespeicher, der an sich sehr umweltunfreundlich ist, die seltenen Erden und die Entsorgung ist sehr teuer und der ist auch sehr kostspielig, dass man den nutzt, sowohl für das E-Auto als auch als Speichermedium fürs Haus. Und da werden so Smart Grids entwickelt, die quasi ein regelbasiertes System individuell für jeden Bewohner des Hauses einstellen lässt, wo man sagen kann, ich lenke den Strom ins Auto. In dem Zeitraum will ich 50% im Auto haben, am Wochenende 80%. Wenn die Energiepreise sehr günstig stehen, dann speise ich mehr ins Netz ein, verdiene Geld damit. Und ich habe nicht mehr zwei Speicher, eine E-Auto-Batterie und eine im Haus, sondern ich habe nur noch eine. Ja, und das würde diesen Aspekt des Recyclings von diesen Batterien eben auch noch, also aus Sicht ökologisch und Klimaschutz eben verbessern. Ja, zurück zur eigentlichen Frage, Gerald. In der Mobilität muss ich sagen, also sehe ich, wo ich sehr traurig bin, dass speziell eben von der Bundesregierung der ÖV oder öffentliche Verkehr wirklich in den letzten 20 Jahren massiv geblockt wurde. Also viel zu wenig Investitionen. Ich bin im Münchner Forum in zwei Arbeitskreisen für öffentlichen Verkehr. Und dort gibt es Pläne allein für den Landkreis oder für Münchner Speckgürtel und München, was alles hätte getan werden können und was wurde davon bisher umgesetzt? So gut wie gar nichts. Ja, Beispiel viergleisiger Ausbau an der S4 oder eben gesamt halt ein Nordring, einen Südring und nicht eine zweite Stammstrecke, die mit riesen Milliardenkosten und großen baulichen Wagnissen verbunden sind. Siehe Martin Runge, der hat das ja auch schon sehr deutlich formuliert. Also dieser ÖV-Ausbau ist gebremst. Viel Geld, viel zu viel Geld läuft in Kfz-Infrastruktur. Und wenn wir jetzt mal den Radverkehr anschauen, dann sehe ich, dass
dort auch zwar jetzt die Investitionspakete langsam anwachsen, aber die sind im Verhältnis zu den Ausgaben im Kfz- und Verkehrsbereich dort viel, viel zu niedrig. Danke, Stefan. Ingrid, wir haben ja nun ein Beispiel, was die Mobilität betrifft. Oder was sagen wir mal so, wir haben jetzt in Fürstenfeldbruck ja diesen Parking-Day heute, ja, und wir haben ja vor kurzem auch in Olching versucht, diesen Parking-Day sozusagen fortzuziehen, nicht in Zeiten der Europäischen Mobilitätswoche. Leider ist es nicht ganz so angekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir hatten ja auch noch vor, einen zweiten Tag zu machen, der wurde dann geblockt. Damit sind wir wieder beim Thema Blocken. Sind wir zu, sagen wir mal, generell zu wenig sensibilisiert, was dieses Thema betrifft, oder sind wir zu wenig vorbereitet darauf, oder wie würdest du das sehen? Naja, also wenn man sagt, das kam jetzt nicht so gut an, der eine Aktionstag, der durchgeführt wurde, dann finde ich, muss man schon unterscheiden, bei wem man nicht so gut ankam. Also weil es gab durchaus also viele positive Stimmen. Wir haben ja die Bürger befragt und haben die auch ihre Wünsche und ihre Anmerkungen und Ziele für was sie sich wünschen im Verkehr aufschreiben lassen. Und das war durchaus sehr positiv aufgenommen worden von sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern, die da das erlebt haben, was wir da gemacht haben. Und der zweite Tag wurde abgesagt, das ist bedauerlich, ja, und das war eben von der politischen Seite. Da gibt es ganz spezielle Strömungen, die das halt behindern, blockieren wollen, und das haben die auch gemacht. Und ich meine, es wurde ja dann noch, also auf der politischen Schiene, ein Informationsstand gemacht anstelle dem Informationstag. Und auch dort sind sehr viele Menschen positiv an uns herangetreten und haben wieder ihre, also uns bestärkt in dem, was wir machen, und ihr wirklich ihr Wohlwollen und ihre Freude darüber ausgedrückt, dass wir da dranbleiben und dass das weiterverfolgt wird und dass man sich da nicht so kleinkriegen lässt. Und das ist jetzt nicht generell so, dass das negativ aufgenommen worden wäre. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da dranbleiben. Und was die Politik in Olching betrifft, also ich bin da seit 20 Jahren in diesem Spiel dabei. Und ich kann einfach sagen, das sind immer wieder die gleichen Mechanismen, die da laufen, leider. Und es läuft immer noch ein gleiches Schema ab. Aber so langsam und nach tut sich was. Und man muss einfach dranbleiben. Und die Menschen, also die sind durchaus offen für Veränderung und wünschen sich das auch. Also viele. Gabriel, wir müssen dranbleiben. Du warst ja selbst auch beteiligt an diesem Tag. Ja. Siehst du das genauso wie die Ingrid? Ich sehe es wirklich genauso. Ich bin jetzt zwar nicht 20 Jahre in der Politik, wohne aber seit 20 Jahren in Olching. Ja. Kann verfolgen, habe verfolgt, wie ich tatsächlich die Entwicklung war, auch eben die Verkehrsproblematik, die in Olching sehr extrem ist, nicht so, also wir haben keinen so extremen Verkehr wie in Fürstenfeldbruck in der Hauptstraße, da geht ja wirklich die B2 durch, aber bei uns ist es ja nicht mal eine Bundesstraße oder in der Art und Weise, aber die Hauptstraße ist natürlich sehr belastet bei uns, aber eben nicht nur diese, sondern wir haben generell natürlich in Olching ein Verkehrsproblem, ja. Es ist egal, auf welchen Straßen wir schauen, in Olching haben wir ein Problem. Wir haben in der Schlossstraße ist manchmal Dachbaustraße, die Verlängerung, also Esting durch, ist manchmal wirklich schlimm zu fahren. Mit dem Rad kann man eigentlich gar nicht fahren. Die Hauptstraße sowieso, die Förrstraße auch, die Rockensteiner Straße, die Fürstenfeldbrucker Straße. Aber das ist natürlich alles ein Problem, wie man die Leute auch steuert und was man ihnen zur Verfügung stellt. Ja, wenn man den Leuten keine Möglichkeit zur Verfügung stellt, mit dem Rad zu fahren, dann werden sie mit dem Auto fahren. Und da haben wir in Olching einfach, da ist viel verschlafen worden,
meines Erachtens. Ja, man hätte da viel mehr in die Richtung gehen müssen, dass man eben auf alternative Verkehrsmittel hätte gehen müssen, weil im Gegensatz zu Fürstenfeldbruck, wo die Leute wohl doch einige durchfahren, weil es eben die B2 ist, ist in Olching natürlich ein Großteil des Verkehrs eigentlich lokaler Verkehr. Ja? Und der kommt einfach daher, weil die Leute tatsächlich zum Einkaufen mit dem Auto fahren, weil sie meinen, sie können vor dem Laden, bei dem sie Auto fahren können, parken, was sie meistens nicht können, sondern sie fahren dann 500 Meter weiter, parken woanders und gehen dann doch 500 Meter zu Fuß zurück zum Einkaufen. Wenn sie mit dem Auto gefahren wären, wären sie genauso schnell wahrscheinlich und es wäre wahrscheinlich auch entspannter gewesen zu fahren. Ja, und da müssten wir natürlich ansetzen, wirklich ein Verkehrskonzept sich mal zu erarbeiten. Die Grünen haben ja einen Antrag gestellt, dass man die Fahrradinfrastruktur mal tatsächlich mal deutlich aufzeigt. Ja, und ich bin ja gespannt, was da rauskommt, ob da wirklich die Wahrheit rauskommt oder ob da nicht ordentlich geschwind wird. Das muss erst noch vom Stadtrat beschlossen werden, dass das erstellt wird, das Radverkehrskonzept. Alexa, ihr seid ja zum zweiten Mal jetzt dabei. Ja, deine Erfahrung, du hast ja heute sogar selbst mitgemacht, deine Erfahrung dazu, ihren Druck. Also generell würde ich euch nach Olching auch geben, man braucht ein bisschen Geduld und die Dinge brauchen ihre Zeit. Und eben, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, aber habe auch gelernt, dass viele Sachen einfach so von der ersten Idee, wo man es mal einbringt, wo man noch ein bisschen Vorreiter ist, 5 Jahre dauern können. Und das ist völlig klar. Und das ist wirklich auch bei uns bei den Radverkehrssachen da. Und was eben hilft, ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man da im Stadtrat, irgendwo im Gemeinderat, irgendwann mal eine Mehrheit, also man braucht halt eine Mehrheit, weil ohne Mehrheit geht gar nichts, und sei es eine knappe Mehrheit, dass man mal Dinge einfach macht. Und das, ich weiß es noch gut, vor 5 Jahren, unser zweiter Schutzstreifen auf der Hauptstraße. Das ist vielleicht was ganz Banales, und Schutzstreifen sind nicht das Mittel der Wahl, aber auf der Hauptstraße hat er einfach gefehlt. Und das war eine 8-7 Entscheidung im Umweltausschuss. Also es war total knapp. Haben wir aber hingekriegt und dann war der da. Und er war vorher in Blau da, das war so eine skurrile Sache, wo man dann plötzlich gesehen hat, er funktioniert. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel. Manchmal müsste man das Klima haben, dass man Sachen einfach ausprobiert. Und dann, weil der war eben auf eine Guerilla-Aktion, war plötzlich dieser Schutzstreifen in Blau da. Und dann hat man festgestellt, dass er funktioniert, dass die Autos sich dran halten und den Verkehr nicht stört. Und dann haben wir eben beantragt, machen wir ihn doch in Weiß. Und so kam das. Und viele andere Sachen, die jetzt, wir ernten jetzt gerade so ein bisschen Früchte, habe ich das Gefühl, im Bruck. Das sind Dinge, die wir seit 3 Jahren diskutieren. Jetzt ist genau, wir haben unsere erste Fahrradstraße. Ich glaube, da wart ihr ja in Olching schneller als wir. Ja. Das war auch so, das hat auch etwas gedauert. Und dann merkt man auch mal, dass sich dann eine Verwaltung und auch ein Oberbürgermeister, dass das eigentlich auch cool ist. Eine schöne öffentliche Fahrradstraße. Das macht auch gute Presse an der Stelle. Und dann, was gar nicht in der Presse bis jetzt beachtet wurde, ist das Bruck, was wirklich Innovatives hat, was sonst im Landkreis noch keiner hat, nämlich komplett rot eingefärbte Schutzstreifen am Sulzbogen. Und dann auch noch ein Überbreiter, 1,75. Das war auch ein heißer Kampf. Also es hat dann wirklich, das hat auch länger gedauert. Und ja, aber jetzt ist es super geil. Also da radelt sich es einfach ganz anders. Und also ich hätte es fotografieren müssen vor mir, als ich es zum ersten Mal geradelt ist, war einer vor mir mit Radl und Hund. Was natürlich wahrscheinlich gar nicht erlaubt ist. Aber das geht plötzlich. Und es ist so ein neues, entspanntes Feeling. Und ich glaube, das strahlt aus. So, und jeder einzelne Baustein, der hilft dann wieder, dass das nächste, glaube ich, auch geht. Weil dann sind mehr mit dem Radl unterwegs. Und man muss nur irgendwo mal diese ersten Punkte finden, dass es klappt. Und die Mobilitätswoche, das war auch sowas, das hat auch gedauert, bis wir uns dann beteiligt haben. Und das lag an unserer wirklich sehr guten und engagierten Verkehrsplanerin in Bruck, die das Ding, war ganz frisch dabei, auf den Tisch bekommen hat, den Antrag mitmachen bei der Mobilitätswoche. Und dann gesagt hat, ja, super geil, das ist genau das, was sie machen will. Und dann hat die für das erste Mal ein Programm, setzt sie auf die Beine gestellt, da schlackert man mit den Ohren. Und dann ist es, dann kommt aber auch, wie dieses Jahr auch wieder, dann kommt jemand vom Umweltbundesamt und dokumentiert es. Und dann kriegt man wieder auch als Verwaltung, als Oberbürgermeister, kriegt man wieder das Feedback, das Umweltbundesamt schickt jemanden und dokumentiert das. Und dann hat man auch schöne Bilder. Und dann vielleicht nervt es dann die Leute, die an der Hauptstraße da nicht parken können, aber es macht so, jeder kleine Baustein macht was, aber es dauert halt einfach. Und bei anderen gucken, das hat uns auch bei diesem roten Schutzstreifen geholfen, wenn man sagen kann, ja, aber die in Erlangen haben das doch.
Also muss es doch erlaubt sein. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr das auch das lustig findet, könnt ihr sagen, die im Bruck haben das. Ja. Und da machen wir es doch auch. Und die helfen tatsächlich, dass die Autos vom Schutzstreifen wegfahren. Ein bisschen jedenfalls. Ja, das ist gut. Ja, Stefan, wir kommen jetzt schon zu unserer Abschlussrunde. Ja. Man braucht Geduld, hat Alexa gesagt. Ja. Ich würde dich vielleicht bitten, gerade du als Berater für Mobilität, der schon sehr, sehr viel Geduld gezeigt hat, ja, einen kurzen Kommentar vielleicht noch dazu zu geben und vielleicht einen Abschlusssatz, wo deine Vision so ein bisschen hingeht zu diesem Thema. Ja, also ich sehe, dass man ehrgeizige Klimaziele hat, die ich auch durchaus also so in dieser Größenordnung zu schätzen weiß und für gar nicht schlecht finde. Ich sehe aber auch, dass die Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, viel, viel, viel zu wenig sind. Und sowohl auf Bundesebene, Bayernebene oder in Landkreisen und Kommunen, das gilt über alle Ebenen. Und deswegen haben wir dieses Projekt der Verkehrswende-Rechner gegründet, wo wir mal aufzeigen wollten, wie weit denn wirklich in der Verkehrswende, wenn man diesen Sektor mal rauszieht, denn die, also der Status quo ist. Ja? Also es gibt Klimaziele, die können wir quasi umlegen auf die Kommune und können ausrechnen, wie im Verkehrssektor gemäß des Modalsplits, also die Anzahl Wege, wie man zu Fuß, Rad oder öffentlich oder im Auto zurücklegt, wie sich der aufgliedert. Und was wir da sehen ist, dass wir eben nicht die Zeit haben. Also ich bin auch eigentlich ein geduldiger Mensch, nur wir, also ich kann gerne noch ein paar Zahlen aus dem Verkehrswende-Rechner vorlesen, haben wir keine Zeit, okay. Also was wir sehen, also kurz als Bilanz, was wir sehen, dass wir sehr weit weg sind im Verkehrssegment, klimaneutral zu werden und dass der Verkehr das Segment ist von allen Segmenten, dass das einzige keine Reduktionen hat. Also wir haben im Bereich Energie, Agrar, Wohngebäude und so weiter, überall haben wir Reduktionen, auch viel zu wenig Reduktionen natürlich. Nur im Verkehr haben wir wachsende CO2-Zahlen. Also mit anderen Worten, der Verkehr ist das Stiefkind des Klimaschutzes, könnte man so sagen auch. Genau, und was eben noch sehr, sehr bedenklich ist, wenn man von der Zeit spricht, es dauert alles sehr langsam, habe ich immer jetzt gehört und erlebe ich ja, wir haben ja EU-Strafzahlungen zu leisten und für die nicht erreichten CO2-Ziele wird die Frau Merkel einen großen, großen Geldbetrag in den Jahren 2021 bis 2030 ins Ausland überweisen müssen. Und dieses Geld hätte ich lieber investiert in nachhaltige Mobilität und nicht ins Ausland überwiesen. Ingrid, Stefan spricht von ehrgeizigen Zielen versus den tatsächlichen Maßnahmen, die da letztendlich kommen. Das müsst ihr jetzt ein bisschen in deiner Vision als letzter Satz sozusagen für heute auch ein bisschen sich letztendlich widerspiegeln. Ja? Was würdest du dazu sagen? Ja? Also ehrgeizige Ziele habe ich auch und ich denke, die muss man haben, weil sonst kriegt man das Ruder hier nicht mehr rumgerissen, um hier nur klimaschutzmäßig das Schlimmste zu verhindern. Was ich mir so als Schlusssatz überlegt habe, ist, dass ich sehr gern in meiner Stadt, und man kann das auch ausweiten auf meinen Landkreis, auf meine Region, nur so viele Ressourcen, in dem Fall jetzt Energie, weil wir heute über Energie gesprochen haben, verwenden und verbrauchen, wie wir bei uns selber herstellen können, beziehungsweise was wir dann also in Kreisläufen wieder weitergeben kann. Also das ist schon eine Vision und ich denke, das ist eine ehrgeizige Vision. Und immer der Landkreis hat sich ja, ich glaube, das war 2003 oder sowas, auch sehr ehrgeizig das Ziel gesetzt. Da war einer der Ersten oder sogar der Erste und hat gesagt, er will bis 2030 sämtliche Energie, die im Landkreis verbraucht wird, in Form von erneuerbaren Energien verwenden, ausschließlich. Und da sind wir weit davon entfernt, leider. Das hat sich auch gezeigt, dass wirklich tatsächlich auch bei uns im Landkreis der Verkehr der Sektor ist, der die Gewinne, die wir woanders schon gemacht haben, im Bereich vor allem Stromerzeugung und Wärme, der hat das wieder wettgemacht.
Und gerade im Bereich Verkehr ist es einfach ganz wichtig, da stimme ich dir voll zu. Aber das war jetzt schon wieder mehr als ein Satz. Sorry. Gabriel, wir haben jetzt gehört, der Verkehr ist eigentlich, ja, ich sage mal, die Achillesferse bei uns, ja, was unsere Klimaziele betrifft. Was würdest du als Wunsch jetzt letztendlich auch aus deiner Sicht mitgeben wollen, unseren Zuhörern? Also wenn ich einen Wunsch äußern könnte, wenn ich wirklich einen Wunsch äußern könnte, dann würde ich mir wünschen, dass wir in 10 Jahren einen Individualverkehr mit Autos haben, der nur noch 20% von dem hat, den wir jetzt haben. Das wäre mein Wunsch. Auch die Produktion dieser Autos dementsprechend, weil der auch eine riesige Menge Energie kostet und auch die Verwertung danach wieder. Das wäre mal ein Wunsch, den ich hätte. Der wird natürlich so nicht erreichbar sein. Aber dass man zumindest in die Richtung geht, dass man einfach die Möglichkeit schafft, vom Auto wirklich wegzukommen, ja, und auch eben mit Carsharing und anderen Mechanismen wirklich sich auf den Weg macht, da viel mehr zu erreichen in die Richtung. Alexa, ist dem noch was hinzuzufügen? Ja, auch nicht in einem Satz. Meine Vision ist wirklich, ich greife das auf von der Ingrid mit der im Kreislauf sein, im Einklang mit der Welt, weil darum geht es ja eigentlich. Die normale Natur lebt in Kreisläufen und wir als Menschen haben uns daraus verabschiedet aus diesen Kreisläufen, aber irgendwie sollte man halt wieder drin zurück. Meine Vision, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das kommt, ist, dass die Menschheit dorthin kommt, dass dieses Leben im Einklang mehr Spaß macht als das Leben, was wir jetzt führen. Und aus meiner Erfahrung ist es so. Und das ist bei all den Sachen so. Auch gerade Radfahren macht halt einfach mehr Spaß als, ja, nicht Radfahren, sage ich mal. Die Leute, die bei mir im Radeltaxi fahren, die finden es auch schöner als im Autotaxi. Ein E-Auto hat viel mehr Zug als ein Verbrennerauto. Ja. Ja, also es gibt in ganz vielen Stellen ist es so, dass eigentlich Platz, wenn man unverpackt einkauft, man muss nicht so oft zum Wertstoffhof. Also eigentlich ist das nachhaltige Leben schöner als das nicht nachhaltige. Nur die Leute wissen es noch nicht. Und das ist meine Vision, dass ich weiß nicht wann, dass einfach alle das machen, weil es schöner ist. Weil es ist schöner. Und jetzt ist noch ein weiter Weg dahin. Und man muss auch laut sein, um das auch zu sagen, dass man es nicht dann aus Lobbyinteressen blockiert. Und wer laut sein wird, ist nächsten Freitag die weltweite Klimabewegung, die ja global zum Klimastreik aufruft. Und zum ersten Mal gibt es auch eine Demo in Fürstenfeldbruck von der Kreisgruppe von Fridays for Future. Und da hoffe ich, dass ganz möglichst viele aus dem Landkreis sich vielleicht zu uns begeben. Es ist auch nicht das offizielle Plakat, das wird, glaube ich, noch eingeblendet. 25.09. 16 Uhr, das ist freundlich, niemand muss die Schule bestreiken, man schafft es vielleicht auch ein bisschen früher von der Arbeit heimzugehen. Wir starten mit dem Zug zwischen Edeka und Graf-Rassow-Gymnasien auf der B2, kriegen teilweise die gesamte B2, da ist also weniger Autoverkehr oder umgelenkt, teilweise die halbe und ziehen bis zum Volksfestplatz und sind hoffentlich laut und erinnern alle daran, dass hier sich wirklich genauso viel tun muss beim Klimaschutz wie bei Corona. Ja, dann sind wir schon am Ende unserer Sendung. Möchte mich recht herzlich bei meinen Diskutanten bedanken. Was ich jetzt mitnehme, ist so ein bisschen auf politischer Ebene, habe ich gehört, es wird vieles geblockt, ja, sowohl bei der Energiewende als auch in der Mobilität. Aber letztendlich, wenn ich meine Diskutanten höre, sind doch alle sehr, sehr, sehr positiv gestimmt und das stimmt auch mich positiv. Ich möchte vielleicht zum Abschluss auch noch ein kurzen Zitat von Jennifer Morgan, der Greenpeace-Chefin, mitgeben. Corona habe die Schwächen des derzeitigen ökonomischen Systems enthüllt und es bietet die Chance, Dinge grundlegend zu ändern. Nehmen wir die Chance wahr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche werden wir auch, ich werde da noch einhaken, was Alexa gesagt hat, ein paar Impressionen von der Demonstration aufnehmen und dann letztendlich in unseren Stream reinbringen und Ihnen zeigen. Und wenn ich vielleicht noch einen Wunsch mitgeben dürfte, dann wäre es der, wir sehen, dass sehr, sehr viele Menschen sich engagieren, ja, und ganz unterschiedliche Gruppierungen sich engagieren. Würden wir uns alle vielleicht einmal ein bisschen mehr zusammentun und kooperieren, ja, dann wäre diese Stimme mit Sicherheit nicht mehr zu überhören. Vielen Dank.